Zaudern. Seid willkommen, meine lieben Freunde, hier im Angesicht des Sonnengottes Valor, der gerade seinen neu fertig gewordenen Tempel betrachtet und, so hoffe ich, für gut befindet. Ja, liebe Freunde, seid willkommen in der neuen Staffel, juhu, Staffel 2 von Minecraft Welt der Abenteuer. Ja, was wird sich ändern? Ja, eigentlich nichts. Ich bleibe derselbe, ja, seltsame Vogel, der viel Quatsch erzählt und viel Quatsch macht und dabei mit euch tolle Abenteuer erleben will. Und so geht es hier auch direkt weiter. Nein, nicht mit dem Schneeschieben. Das mache ich jetzt nur gerade so, um, ne, aus Langeweile quasi. Quasi. Auch an quasi wird sich nicht viel ändern, das verspreche ich euch. Und auch daran, dass ich die Stoppuhr nicht rechtzeitig einschalte, daran wird sich natürlich auch nichts ändern. Und während ich das so spreche und sie anschalte, so, jetzt kann es losgehen. Ja, was soll alles in der neuen Staffel passieren? Ich habe ja schon im gestrigen ersten Teil der neuen Staffel, der ja noch Rückblick war, ein wenig dazu gesagt. Und heute will ich erstmal noch die Sachen von meiner Liste abarbeiten, die ich jetzt nicht mehr ganz in die letzte Staffel hineinbekommen habe. Und das ist vor allem so ein bisschen... Hier, da, kannst du haben. Ein bisschen... Hier, die ganzen Riesenseile. Nee, pass auf. Die hatte ich... Das gilt nicht. Die kommen, ja, so bringt das nichts. Die kommen alle weg. Die habe ich nämlich nicht gemacht, sondern aus Versehen mir im Kreativmodus erschaffen. Und das wollen wir nicht. Das benutzen wir dann auch nicht. Natürlich nicht. Aber hier Erde. Erde kann ich noch irgendwo unterbringen. Hier im Haus von Marco Feldhammer, unserem Haus- und Hof-Gartenmeister, / Priester der Evolver. Und alle Erdkisten sind schon voll. Naja, dann gibt es hier noch eine rein. So. Schwarzeichenholz kann man immer gebrauchen. Öfen kann ich gebrauchen. Das kann ich gebrauchen, das kann ich gebrauchen. Ich kann so viel gebrauchen. Ich kann immer eine ganze Menge gebrauchen. Ah, hier, nee, das brauche ich ja für den Revolverschrein. So, nicht Revolverschrein, Evolver. Genau, also erstmal heute Abarbeitung noch einiger Sachen, damit wir uns dann demnächst wirklich komplett in neue Sachen stürzen können. Ganz exklusiv aus dieser Staffel. Es ist nicht mehr viel. Was haben wir denn da? Zum einen hatte ich hab den Namen leider nicht daneben geschrieben, das muss ich mal anfangen. Hat auf jeden Fall vorgeschlagen, ich sollte da unten in den Geheimraum lieber eine Metalltür einsetzen. Das wäre passender. Er hat auch absolut recht. Denn es soll ja von draußen niemand eindringen können, der da nicht reingehört, nicht wahr? Achso, ich kann mal meinen Helm wieder aufsetzen. Ich muss jetzt endlich mal meine Rüstung hier... Doch, die muss ich jetzt mal bald in die Reparaturkisten oben bringen. Stahltür. Haben wir keine da. Wir haben ein bisschen Stahl da. Hier, das brauche ich gleich, weil ich nämlich gleich noch ein Haus bauen werde. Den nehmen wir auch mal mit. Und die nehmen wir natürlich mit. Weil die... Genau, noch ein Bett, weil es so nett ist im Bett. Mit, mit wem auch immer. Na? Omsi? Was ihr bitte? Was hast? Das Aschen, 12 Bücher, da gibt's einen Smaragd für, das ist lächerlich. Das weißt du selbst. Oder hier für Gold. Ach komm, mein Freund. Ja, ihr seid hier schon alle ganz richtig. Hier geht es nämlich bald weiter. Zweite Staffel, die industrielle Revolution von Hexenwacht. Habe ich jetzt das Metall überhaupt mitgenommen? Ja, aber 6 reichen nicht für eine Tür, ne? Da brauchst du... Oder? Reicht das gerade so? Das reicht gerade so, ne? Dann bräuchte ich hier gar nicht mehr rumfuhrwerken. Hier, Knöpskes. Knöpskes. Nehmen wir die Knöpskes. Dann erstmal ab zu Dragon Studio alias dem Eisengolem, unserem Dorfautor. Na, Tom? Ist irgendwie bei Jenny gerade was im Angebot? Kann gerade nicht sehen. Delfino, der kommt bestimmt auch bald mal wieder her.
So, Leute, ihr habt nichts gesehen. Diese Tür ist jetzt arbeitslos. Diese dafür nicht. So, dann machen wir hier mal Schnellschließknöpfe dran. Ah, ist ja witzig. Das geht jetzt auch wieder auf, alles klar. Das verschließt kurzzeitig oben die Geheimtür, das ist ja auch nett. Ich könnte ihn natürlich auch, ne, aber der muss ja auch eine Möglichkeit haben, wieder reinzukommen. Allerdings, ja doch, nee, der bleibt schon hier stehen. So, hier hoch. Es darf nur unten keiner auf den Knopf drücken, sonst, wäre das ziemlich schlecht. So, hat keiner gesehen, ihr habt nichts gesehen, du hast nichts gesehen. Schweinefleisch? Hast du eine Macke oder was? Sei froh, dass du Dorfbewohner bist und damit so einen gewissen Welpenschutz hast. Rindfleisch ist okay, das da, ja, das ist in Ordnung. Ein Smaragd für 6 Steaks. Ich hab erstmal noch, danke. Aber ich komme drauf zurück. Wie ist es dir? Ich muss endlich mal ein bisschen Handel treiben mit den beiden. Ich muss ja den Handel antreiben. Tag, Post. Na? 9 Pfeile. Oh, Enderauge. Enderauge ist wertvoll. Das ist ein sehr gutes Angebot. Darauf komme ich wirklich zurück, weil... Ah, du bist das mit den Steaks. Ah, hier. Wer spielt denn hier? Verstecken. Ketten, Diamanthose ist auch gut. Du, da, jetzt hast du hier Schweine. Ich glaube es wohl. Hier, dich hatte ich. Nee, dich hatte ich schon angesprochen. Du, da warst noch dran. Da. Eisenspitzhacke für Axt. 8 Smaragd. Ich glaube, dir brennt der Helm. So nicht, Freunde. Oh, Entschuldigung. So. 5 Minuten. Plus das, was ich schon wieder verträumt hatte, sind schon vorbei von dieser Folge. Wird es mal Zeit, was zu starten. Also erstmal einen Haken dran machen. Eisentür, Geheimraum, erledigt. Wir brauchen noch Wohnraum für Olli Eckert, den Postmeister. Und wir brauchen die Wohnung für den Waffenmeister Laurin. Und Laurin Altendorfer. Und da wollen wir ihn diesmal nicht so lange warten lassen wie das letzte Mal. Ich guck gleich mal, ob ich noch... Er hat ja Akazienholz gewünscht als Hauptmaterial. Das soll er dann auch bekommen, natürlich. Und, kommen wir auch ein bisschen Schwarzeiche, kann auch sein. Und wir brauchen noch ein paar Steine, die habe ich ja jetzt schon dabei. Und dann kriegt er auch seine Wohnung und einen Hund. Und zwar einen Hund namens, Corvi möchte er haben. Und was wäre besser, als einen Hund mit Apollo 1 und 2 zu züchten? Du, mein Kleiner, du wirst der tapfere Hund Corvi sein. Du bist natürlich ein... Hier, da ist er erstmal. Komm, da ist er erstmal. Ja, friss dich mal satt, Junge. Du bist der tapfere Hund des Waffenmeisters Laurin. Wir müssen dir noch eine passende Halsbandfarbe verpassen. Du kommst nachher schon mit. Das vor. Wie ihr seht, sieht das hier ein bisschen anders aus. Ich habe den Eingang etwas abgewandelt. Und das war ein Riesenaufriss. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, so ein bisschen die Bevölkerungsdichte in diesem Fort zu reduzieren und mehr Bevölkerung wieder nach draußen in die Stadt zu bringen. Denn da gehört ja eigentlich hin. Und nicht hier alle ins Fort rein. Deswegen habe ich jetzt auch zugemacht, dass da nicht so viele nachrücken. Auch interessante Handelsangebote. Aber natürlich unten im... Unten in der Kantine ist natürlich immer noch gewaltig. Also, ihr könnt da hochsteigen? Seit wann könnt ihr das denn? Das ist ja doll, das wusste ich nicht. Cool. Jetzt lass mich doch mal durch, ich will was essen. Was zum Essen? Den gefällt's hier unten wohl nicht, wa? Alleine. Hier, die Köchin schmollt schon. Ah, jetzt hab ich... Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Angebot, merkt ihr das mal. Jetzt hab ich nämlich gerade keine Kohle dabei. Wie sieht's bei dir aus? Das ist wieder so einer mit Spitzhacken. Hier, geht mal weg, ihr könnt das nicht. Ja. So, sind alle draußen? Alles klar. Da bist du ja, mein kleiner Corvi. Na, komm her. Hier, komm her. Sitzt du erstmal hier. Der Waffenmeister Laurin, er bekommt seine Dienstwohnung direkt hier, drauf. Auf der Waffenkammer. Damit er immer Überblick über die Ein- und Ausgänge des Materials hat, natürlich. So, jetzt fangen wir mal. Siehst du, hier haben wir schon mal ein Problem. Wir brauchen Halbstufen noch. Zumindest teilweise. Eine wird dann... Aua.
Ja, Zorn, das war ja wieder großartig. Großartig. Ach, zweite Staffel und wieder nichts gelernt. Nicht geschickter geworden, gar nichts. Aber mächtig viele eiserne Kerle hat mir mein Haus- und Hofwissenschaftler hier hingebaut. Das muss man mal lassen. Dann gehe ich erstmal schlafen. Und morgen geht's dann wirklich los. Ich verspreche es. Total. Jo. Die brauche ich nicht. Ich brauche nur die anderen. Diese hier. Genau. Apollo Bande, hey, schieb die Hunde nicht so rum. Ja, pass mal auf. Oh, hier, die rotten sich zusammen. Eine neue Streitmacht ist entstanden. Nicht wahr? Ich glaube, hier drin sind auch im Moment gar keine mehr. Die sind irgendwie alle rausgekommen. So, diesmal vielleicht mal nicht ganz so ungeschickt anstellen, lieber Zordon. Ja, das kannst du eigentlich. Wenn du es nur willst. So, hier ist die Mitte, wunderbar. Dann haben wir hier schon mal... Hier kommt auf jeden Fall schon mal die Tür hin. Und da mache ich nämlich mal was Neues. Nicht einzigartiges, aber was Neues. Einen etwas nach hinten versetzten Eingang. So. Obwohl hier oben natürlich nicht viel Platz ist und wir eigentlich Platz sparen müssen, aber das ist ja auch... Ne, das ist ja auch nur eine kleine Wohnung. So, und die Wände sollen ja wunschgemäß aus Akazie bestehen. Das machen wir. Kein Problem. Jetzt hoffe ich nur, dass mit der Lava, die unten gelagert ist, diese ganze Bude nicht gleich wieder abfackelt. Jetzt überlege ich nur... Pass mal auf. Damit wir ihm hier ein wenig mehr Wohnraum zur Verfügung stellen können, brauche ich eine Spitzhacke. Habe ich jetzt echt keine Spitzhacke dabei? Och Mann, oh. Geht schon wieder gut los. Au. Das habe ich verdient. Ja, danke. Oh, Wolle Rose kaufen? Diesen neuen Freundlichkeitsmodus, den er da in die eiserne Kerle eingebaut hat, der ist natürlich schon irgendwie interessant. Hier, er handelte Diamantspitzhaxe. Ich habe schon 26 Level, soll ich die verzaubern? Oder eine von meinen reparieren hier? Behutsamkeit. Oh, die ist natürlich gut. Die mit der Effizienz, Haltbarkeit und Glück. Ich habe irgendwo noch eine. Irgendwo ist noch eine mit etwas normaleren Werten. Hier, den Eimer brauche ich im Moment nicht. Das verrottete Fleisch brauche ich im Moment nicht. Und auch das Scheißpulver. Schießpulver meine ich natürlich. Habe ich davon nicht hier noch irgendwas? Da. Oh hier, dafür kann ich mal ein bisschen Gammelfleisch hier rüber tun. Na, was hast du denn Schönes? Was möchtest du? Ach so, ja, ja, ich weiß, dass du das möchtest, aber... Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit, weil da hat jemand mit Kohle gehandelt. Vielleicht begegne ich der Person ja nochmal. Machst du das? Nein, du hast Eisen. Die war da oben, ne? Ihr Mädels, wie sieht's bei euch aus? Du warst da. Ja, 22 ist natürlich... Hab ich, ne? Dann nehme ich das mal ein. Mal gucken, was du sonst noch so hast. Die Laune geht nach oben, deutlich. Aber du willst schon noch mehr handeln, bevor du dir das mal überlegst, oder? Ja, okay, okay, okay. Sieht's jetzt aus mit der Laune? Noch besser. Schon wieder Schweinefleisch, ey Leute. Schweinefleisch ist hier verboten. Aber ich nehme mal ein paar Glowstone, weil Glowstone kann ich immer gut gebrauchen. Und die Zugänge zum Nether sind in letzter Zeit ein bisschen schwierig geworden, habe ich gehört. Redstone kannst du behalten. So, ich habe gehandelt, juhu. Nicht, dass du denkst, du kannst hier raus. Nein. So, mit der nicht verzauberten Spitzhacke geht's dann hier jetzt mal los. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal so. Die Grundpfeilersteine lassen wir stehen. Aber hier zwischen machen wir die Mauern raus und nutzen das Ganze hier als Wohnraum.
Komm hier nämlich, dann machen wir das genauso. Hier die Ecken. So, da noch ein bisschen schöne Akazie rein. Das Akazienholz ist schon schick, muss ich. Also da hat Lauri einen guten Geschmack. Das kann ich ihm, muss ich ihm so lassen. Jetzt muss ich mir mal gefallen lassen, dass ich hier ungeschickt zu Werke gehe. Aber das wisst ihr ja, wenn ich baue, ne? Das ist immer so ein bisschen nach dem Motto, was macht der denn da schon wieder? Nee, so war das nicht gedacht. Hier, warte, komm mal her. So. 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 Und so. Und so. Und last but least. So. Ja, du kannst auch runterfackeln. Genau. Ziehen wir hier mal einen schönen Ring drüber. Oben drauf kommt trotzdem wieder ein Flachdach. Denn das Ganze ist ja hier auch ein sehr hoher Bereich, aus dem man, von dem man runterstürzen kann und sich dabei doch schmerzhafte Verletzungen zufügen kann. Hier die Leitern, die machen jetzt, die erfüllen jetzt hier keinen Zweck mehr. Kommen wieder hier hin. Ne, was wollte ich sagen? Das bleibt natürlich hier so ein bisschen Wachturm-Area. Ne? Ein Stack Akazie ist schon alle. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal neue fällen müssen, weil sonst... Ja. Mal gucken, ob wir hinkommen. Was machst du da oben? Komm da runter, Corvi. Ja, siehst du, da geht gleich die dramatische Musik los. Alle haben Angst, dass du da runterfällst. Jung. Mach sowas nicht. Hier, so hat das doch was. Finde ich gut. Aber das hier so auch. So. So. Ich habe wieder beim UFO-Mann reingeschaut. Das merkt man immer daran, dass ich anfange zu Berlinern so ein bisschen. Ich finde das toll. Wir hier aus der Gegend, wo wir herkommen, wir sind ja auf dem Land und ziemlich arm. Wir können uns noch nicht mal einen eigenen Dialekt leisten. Deswegen müssen wir dann immer auf Fremddialekte ja, so übergreifen und quasi, ne, quasi von denen dann was klauen. Hilft nix. Geht nicht anders. So, komm her, dann machen wir wegen der... Weil es so schön ist, machen wir es hier so. Zack. Und hier setzen wir das Dach ein. Und das Dach machen wir aus... aus den Platten. Also teils, teils. Ich meine, zu so einer Art Gebälksimulation nennen wir das mal. Ihr wisst ja, ich mag so freistehendes Gebälk total gerne. Dann machen wir hier einfach... Ja, genau. Ihr habt recht. Genau jene Steine rein, die ich jetzt gar nicht am Ort habe. Ach, arg. Die Folgen, in denen ich so viel schaffen wollte, und schon neigt sich die erste wieder dem Ende entgegen. Ja, ja, ja. Liegt daran, weil ich schon wieder so viel hin und her rennen muss, weil ich immer die nötigen Sachen nicht dabei habe. Ja. Ja, so ist es. Na, was guckst du so interessiert auf meine Steaks? Du hast selber welche zu verkaufen, ich verstehe.
Also wenn du raus möchtest, raus darfst du, nur rein nicht. Nee, da, bitte. Kein Problem. Und tschüss. Nee? Fühlt sich so sicher hier in den Mauern des Forts? So. Oh, hab ich dir... Oh, das war deine Freundin, oder? Schande. Tut mir leid. Jetzt verstehe ich nicht ganz... Du bist Corvi. Welcher Möter ist denn das denn da oben? Komischer Hundehund. Wir werden das ermitteln. So, Laurin. Haus- und Hofwaffenmeister. Jetzt gibt es natürlich erstmal eine Schlafecke für dich. Die kommt hier rein. Eine Arbeitsecke. Die kommt hier hin. Natürlich mit Herd. Hier natürlich eine Gerümpelkiste und einen kleinen Bücherschrank, damit du auch was zum Lesen hast. Und weil es schon wieder dunkel wird, gehe ich bei dir ins Bett. Bis morgen, liebe Freunde. Tschüss.